Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer auf dem Reiterhof. Die Pferdeflüsterin, warum läuft er einfach los? Ich hatte überhaupt nicht... Oh, Pferd, lass sie doch lenken. Ich bin aber echt momentan am Verzweifeln. Liegt das an der niedrigen Moral? Keine Ahnung. So, ja, das Trainingsprogramm, was du anbietest, was bietest du denn an? Querfeld ein. Haben wir da was Neues? Ja, da haben wir was Neues. Stufe 3. Oh, da haben wir direkt wieder 2. Okay. Ja, heute nehmen wir uns die Wiese vor und den Springparcours zu Hause. Und wenn wir das durch haben, dann haben wir das Training schon wieder abgeschlossen. Das heißt, dann müsste es ja im Endeffekt schon wieder in Richtung der lokalen Wettbewerbe gehen. Wenn wir das denn brauchen, weil eigentlich übernehmen wir ja die Stelle von Grant, der ja explizit eingeladen wurde. Hm. Oh. Das wäre eine Dreifache gewesen. Okay, das wusste ich nicht. Beziehungsweise hier hinten auch wieder mehr In-Outs, als das dann noch ein Galoppsprung zwischen gewesen wäre. Müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ha! Über die Mauer. Okay, weiter. Wo jetzt? Da oben der Baumstamm? Okay. Jawoll. Und hier wieder über die Mauer. Weiter geht es. Über die Steine. Oh. Wunderbar. Es sind jetzt ganz schön viele Hindernisse hier. 21 hatten wir am Strand auch schon. So viele. Es ist, man merkt es doch. Es wird mehr. Gut. Hier hinten über den Graben. Ja, da braucht man auch ganz schön Mut, um mal sowas drüber zu springen. Sowohl als Pferd, obwohl das Pferd wahrscheinlich noch mehr als der Reiter. Man muss seinem Pferd einfach vertrauen können und umgekehrt. So, und jetzt hier drüber. Mhm. Weiter, da hinten geht's weiter. Okay, rum hier. Eng rum, hier drüber. Jetzt hier die Mauer, okay. Das war ein guter Sprung. Und jetzt noch einmal quer über das ganze Feld. Und dann haben wir es. Das erste Training, zumindest. Okay. Hallo, Pferd, ich habe nach rechts gelenkt. Also es nervt mich doch momentan ziemlich. Also diese Lenkung ist, die könnte ein bisschen direkter sein, sagen wir so. Klar reagiert ein Pferd nicht sofort auf jede kleinste Lenkung wie ein Auto aufs Lenkrad, das ist klar. Aber das ist jedoch teilweise sehr nervig, vor allem wenn man dann nach rechts drückt und das Pferd läuft nach links. Und die beiden Tasten kann ja schon so gerade noch auseinanderhalten. Aber das ist ja anscheinend irgendwie ein bekanntes Problem oder ein beliebtes Problem in Pferdespielen. Ich meine, von SSO kennt man das ja auch zur Genüge. Wenn man irgendwo festhängt einfach, dass es dann in die falsche Richtung geht. So, wieder bei den Graben. Diesmal sind es wenige Hindernisse, nur 16 Stück. 5 Hindernisse weniger. So, jetzt da hinten über die Steine. Gut. Weiter geht's. Wir sind gut im Rennen hier momentan. Ah. Hier mussten wir rum, genau. Und nu? Ihr habt den Weg nicht gesehen. Ach, da. Ha. Und hier weiter. Und wir über die Mauer. Gut. Da hinten geht's weiter. Lauf, Kleiner. Ups, ja. Über den Stein auf der anderen Seite können wir schlecht drüber springen. Das stimmt wohl. So. Sehr gut. Und da hinten ist das Ziel. Yay. Oh Gott, sind wir jetzt weit geritten. Da wäre eigentlich das... Meine Güte. Mann, oh Mann.
Okay, querfeldein ist damit abgeschlossen. Wie sieht's aus beim Jagdrennen? Haben wir da noch was? Oder müssen wir jetzt zum Stall? Wir müssen jetzt zum Stall. Lalalala. Jetzt geht's an Springreiten. Hier haben wir alles abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Springreitparcours wir bekommen. Und auch, wie es dann weitergeht. Ob wir dann noch irgendwelche lokalen Wettkämpfe machen müssen oder eben nicht. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. So. Und zurück. Zurück, Marsch, Marsch. Oh, hier war die Brücke. Jawohl. So, und jetzt hier hoch. Zum Sprungtraining. Das ist mir das Liebste. Deswegen habe ich mir das diesmal bis zum Schluss aufgehoben. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das Beste zum Schluss. Es gibt da so viele Sprichwörter für. Okay, rein mit uns. Moral bessere ich jetzt erstmal noch nicht auf, weil das können wir dann immer noch machen, wenn wir das fürs Turnier machen müssen. Von daher, so, wir schnappen uns Starlight, Training und nu Stufe 3. Zwei Parcours haben wir hier wieder. Okay, gut. Dann stellen wir uns mal der Herausforderung. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Hahaha. Jawohl, direkt der erste perfekt hier. Der war nicht ganz so perfekt, aber immer noch im grünen Bereich. Nein, schade. Dafür war der super. Oh, hier hinten, da kommt aber gleich ein hoher Sprung hinterher. Aber den machen wir auch perfekt. Starlight kann das doch hier. Spitzenspringpferd. Super. Kommen wir doch richtig gut durch. Upsala. Der war nicht so gut, aber es hat gereicht. So, da hinten hier bei den Ochser. Boah, guck mal, hier aus vollem Tempo. Wir fliegen förmlich. Nicht perfekt. Sehr gut. So muss das aussehen. Jawohl. Oh. Ach, das ist schon das Ziel. Ich habe hier immer so eine 1-1er-Zeit. Ist euch das mal aufgefallen? Ich bleibe meiner Linie treu. Springtraining, Stufe 1, abgeschlossen. Ha, wir haben sogar 3 Parcours. Sehr cool, in meiner Lieblingsdisziplin die meisten Parcours zum Training. Wunderbar. Okay, und Start. Los. Komm, den ersten machen wir direkt wieder super. Jawohl, mit Ansage. Oh, jetzt erwartet uns eine Trippelbache da hinten. Auch wieder perfekt drüber. Genial. Genial. Der war nicht so gut. Egal, liegen geblieben. Dafür die Mauer wieder perfekt. Der perfekte Sprung. Jawohl. Sehr gut. Ja, das liegt mir irgendwie mehr als diese Querfeldeinrennen. Oh, oh, oh. Was? Da sage ich noch, es liegt mir besser. Liegt mir mehr. Aber ich frage mich, warum das immer rot-grün, rot-grün, rot-grün geworden ist. Das verstehe ich nicht. Weiß jemand von euch, woran das lag? Oh, jetzt kommt hier wieder eine Zweifache. Muss ich wieder aufpassen. Na super. Stange runtergehauen. 2 Fehler habe ich mir bislang erlaubt. Das ist nicht so gut. 1-6. Ja, das war nicht so toll. Ja, bin ich da bei manchen Hindernissen einfach zu übereifrig dran gegangen. Hab nicht mehr gepackt bekommen, ja. Und dann schleichen sich eben die Fehler ein. Immer schön alles aus dem Fluss nach Möglichkeit. Oh, hier geht es ja gleich direkt nach rechts weiter. Also den ersten Sprung, den machen wir aber super. Jawohl, jawohl.
Gucke mal. Super. Oh, oh, oh. Zweifache hier. Ich reagiere beim zweiten Sprung der Zweifache nie wirklich passend. Ist euch das mal aufgefallen, dass ich den immer nur auf Gelb hinbekomme oder noch schlechter? Hm. Ja, rum, 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 rum. Über den Stall und dann direkt wieder rechts auf den Ochser zu. Jawohl. Und der Wassergraben mit anschließender leichten Linksbiegung auf die Mauer zu. Perfekt. Oh, das ist so schön. Und. Jawohl. Nicht ganz perfekt, aber doch gepasst so. Ne? Das war jetzt ein bisschen besser. Aber immer noch nicht so hundertprozentig zu meiner Zufriedenheit. Aber fehlerfrei mit einer Zeit von 1,8. Ja, damit haben wir das Training abgeschlossen. Ich glaube, ich kann eigentlich recht zufrieden sein. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Zu Grant? Zu Sarah? Wo müssen wir hin? Was sagt denn hier unsere Info? Was sagt unser Ziel, wenn wir aus der Auswahl rausgehen? Schauen wir mal. Ziel trifft Sarah, okay. Ja, wenn wir Sarah treffen müssen, dann geht's bestimmt wieder zum nächsten Turnier. Oder sie sagt uns jetzt, jo, hier, jetzt musst du erst mal ein paar, nee, doch, ich war doch richtig. Oder sie sagt uns, du musst jetzt erst noch ein paar Qualifizierungsrennen wieder machen. Ich schnapp mir jetzt erstmal Starlight, wir reiten zu ihr und schauen, was sie will. Wenn wir jetzt als nächstes direkt ins Turnier starten müssen, dann kann ich das mit den Punkten immer mal noch machen. Aber ich will jetzt, hoppala. Aber ich möchte jetzt nicht, wenn ich hier womöglich gar keine Qualifizierungsrennen mehr machen muss, dann möchte ich nicht ohne Moral da rein starten. Aber, sollte ich noch machen müssen, dann muss ich mich auch jetzt noch nicht um die Moral kümmern. So oder so. Okay. Schauen wir mal, was Sarah dazu sagt. Oh. Hi, Lilly. So, du glaubst also, du bist bereit für die lokalen Wettkämpfe? Ja, ich habe das Trainingsprogramm abgeschlossen, das Grant für mich vorbereitet hat. Und kann es kaum erwarten, an einem Wettkampf teilzunehmen. Die Ranch ist gerettet, wenn ich den Van Guinness-Preis gewinne. Das wäre wirklich klasse. Stimmt, du musst 6 lokale Wettkämpfe gewinnen, bevor du am Van Guinness-Preis teilnehmen kannst. Das schaffe ich. Wir drücken dir alle die Daumen. Okay, 6 lokale Wettbewerbe müssen wir gewinnen. Eine ganz schöne Menge, eine ganz schöne Menge. Ich würde sagen, diese Aufgabe stellen wir uns dann morgen. Da haben wir wieder ordentlich was zu tun. Ich verabschiede mich für heute erstmal wieder von euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.